Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Letztes Mal haben wir erfahren, dass Wirtan hier in diese ganze Sache verwickelt zu sein scheint, was hier passiert ist. Oder zumindest die Sache mit den Überresten der Priester, die wir mitgenommen haben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, aber wir haben sie mal mitgenommen, damit sie vielleicht bessere Ruhe finden können an einem anderen Ort. Und wir haben einen Skolder-König besiegt mit zwei Skolder-Welpen dabei. Cool. Jetzt sollen wir uns natürlich anschauen, was er denn für schöne Sachen dabei hat. Wirklich? Nur ein Skalderohr? Och, wie lame. Schade. Na gut. Ich dachte, der König hätte was Besseres dabei. Naja. Hey. Egal. Immerhin haben wir keine Erfahrung dafür bekommen. Was? Er zählt nur als normaler Skalder? Das ist ja gemein. Okay, hier oben ist etwas. Okay. Ein Helm. Die dauerhafte Vigil der Pilger. Eigenschaften der Entschlossenheit plus 1 und der Wahrnehmung plus 1. Das Ende des Krieges des Heiligen und die Detonation der Götterhammerbombe wird von den Anhängern Neothas auf der ganzen Welt noch immer betrauert. Götterhammerbombe, okay. Während der Konflikte die Gefolgschaft von Neothas im Direwald dezimierte, bleiben viele dem Gott der Morgenröte und der Lösung treu und sind zuversichtlich, dass er eines Tages auferstehen wird. Viele Anhänger begeben sich einmal im Jahr am Geburtstag des heiligen Vaedwyn auf Pilgerreisen zu Schreinen und Tempeln von Neothas oder was davon übrig ist. Die Einzelheiten dieser Vigile unterscheiden sich voneinander. In Rhea-Ceras sind sie oft von Gesängen und Vorträgen von Sermonen des heiligen Vaedwyn geprägt. Im Direwald, wo die Anhänger von Neothas oft verfolgt werden, kann es zu solchen Zeremonien gehören, bis zum Sonnenaufgang in respektvoller Stille auf der Stelle zu stehen. Rüstung oder andere Gegenstände zu tragen, die Uthas oder seine Herrschaft durch Vaedwyn gedenken, ist eine Gepflogenheit der Anhänger. Dieser Helm trägt das Sonnensymbol auf der Rhea-Ceranischen Armee. Wahrscheinlich wurde er zuerst von einem Soldaten im Krieg des Heiligen getragen. Eothas, Freund, Eder, ist genau dein Ding, oder? Ist genau dein Ding. So, weg damit. Brauchen wir nicht. Ich meine, er könnte es tragen. Warum eigentlich nicht? Das ist ja nur ein bisschen optisch, aber ich find's cool. Gepanzerte Magier. Geil. Seht ihr, also der hat keine Werte. Und verkaufen kann ich das wahrscheinlich für genauso viel. Ja, die Kutte kann ich genauso viel verkaufen. Was soll's? Das sieht irgendwie cooler aus. Also das ist beide. Nur sie hat nichts. Sie ist so hübsch. Hey. Sie ist hübsch genug. Sie braucht keinen Helm. Okay. Sehr cool. Machen wir uns weiter auf. Denn hier geht's anscheinend wieder hoch. Okay. Wo hoch? Frage ich mich. Gibt's hier noch mehr? Ist der Tempel noch nicht vorbei? Aha, hier hinten rum. Ist das hier das Allerheiligste? Oh oh. Als du in den Kerzenkreis trittst, hörst du von der nahen Mauer ein rasselndes Scheppern. Mit dem mahlenden Reibgeräusch von Stein auf Stein gleitet eine Tür auf. Ach, guck mal. Ach, wie knuffig. Das ist der Rückweg. Das ist ja schön. So, und jetzt bitte mal gucken, ob hier eine Falle ist. Dankeschön. Scheint nicht. Die Kerzen flackern sanft, als du dich näherst. Über dem Altar, wo wohl einst ein Spiegel in die Decke eingelassen war, ist nun eine mit gebrochenem Glas gesäumte Lücke. Die Kerzen brennen immer noch. Gar nicht schlecht für einen toten Gott. Eine Kerze löschen. Ups. Was soll das alles? Erlösung. Wir haben dieses Ritual, wenn man volljährig wird. Sie nehmen einen an der Hand und führen einen mit verbundenen Augen in den Tempel hinab. Das soll einem sündenhaften Leben entsprechen. Mhm. Sie sagen einem nicht, wohin man geht. Bei meinem Ritual schwitze ich wie verrückt. Er zwinkert dir zu. Sie bringen einen zu diesem reflektierenden Becken da hinten und den darf man dann ansehen, um sich seinen Sünden zu stellen, okay? Dann führen sie einen in diesen Raum hier und nehmen einem wieder die Augenbinde ab. Und alle sind da, um dich zu begrüßen. All deine Freunde und Familienangehörigen. Und es fühlt sich so an, als sei man erlöst worden. Man zündet seine Kerze an und sie brennt mit den anderen. Ein besseres Gefühl als das hatte ich mein ganzes Leben nicht. Eders Augen verweilen auf den Kerzen und einen Moment lang scheint er ein jüngerer Mann zu sein. Die Kerzen brennen immer noch. Gar nicht schlecht für einen toten Gott. Okay. Gehen wir mal weg, oder? Ich will jetzt mal was testen. Ausnahmsweise werde ich dann wieder laden. Ach nee, ich kann nicht mehr. Hey. Okay, ich darf keine Kerze löschen. Schade. Egal. Ich hätte jetzt nämlich meine Kerze gelöscht und mal geguckt, was passiert. Ob er mich dann anfällt und mich umbringen will oder so. War schön zu sehen, dass diese Kerzen immer noch brennen. Ich hatte gedacht, dass
die schon ausgegangen wären, ja. Hier brennen ziemlich viele Kerzen noch, da ja auch. Warum auch immer. Oh. Hier war echt nichts sonst. Ich gehe nochmal durch, Leute. Einmal noch, kurz. Ich will auch gleich noch ein Buch lesen. Wir müssen ja ein bisschen hier, ne, hier durchkommen. Sind noch ein paar. Oh ne, hier ist nichts. Schade. Na gut. Macht ja nichts. Wir sind ja hier fertig. Ja, cool. Unser erstes richtiges Dungeon, Leute. Richtig geil. Oh, wir müssen... Ah, hier ist der Vordereingang. Ach so. Guck mal, jetzt sind wir direkt wieder hier. Wie cool. Ja, jetzt müssen wir noch abrechnen, Leute. Denn der Typ, ne? Oh, was wir ihm auf dem Pelz brennen werden jetzt. Good day to you. Als du dich im Näherst, lächelt Wirtha nervös. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden, der Armschmerz etwas weniger. Er zögert. Du warst ziemlich lange da unten, hast du etwas gefunden? Seine Augen schießen ständig auf den Ruinen hin und her. Du hast mich angelogen. Was? Wirtan grinst unsicher. Ich habe alles klar dargelegt, auch die damit verbundenen Risiken. Ist es das, was du meinst? Ich sage dir, dass es dort Spinnen geben würde. Außerdem werde ich dich natürlich bezahlen für die Unannehmlichkeiten. Scheiße, wir haben nicht genug Macht und nicht genug Entschlossenheit. Naja, aber Wahrnehmung ist super. Für einen ehrlichen Mann bist du aber ziemlich nervös. Liegt dir vielleicht etwas auf dem Gewissen? Wirtan öffnet seinen Mund, um zu protestieren. Etwas an deinem Gesichtsausdruck aber hält ihn auf. Er schluckt nervös und schaut weg. Als er letztendlich spricht, ist seine Stimme leise. Wie hast du... Goldhalgering negativ, wenn wir ihn angreifen. Wie konntest du sie nur verraten? Sie vertrauten dir. Wirtan gibt ein merkwürdiges, wundes Geräusch von sich. Verraten? Ich war nie einer von ihnen, diesen verrückten Jüngern des zersplitterten Gottes. Wenn ich sie alle aus dem Dorf hätte treiben können, hätte, wenn... Du verstehst das nicht. Ich versuchte, ihnen zu helfen. Wirklich, jeden Tag, jeden einzelnen Tag ging ich zu diesem Tempel und warnte sie. Ich sagte ihnen, sie würden mit dem Feuer spielen und dass Redrichs Geduld nicht ewig halten würde. Und jedes Mal taten sie meine Warnungen ab, als ob ich nicht wüsste, von was ich redete. Als ich keine Opfer bringen musste, um zu versuchen, ihnen zu helfen. Ich hätte gut und gerne zusammen mit ihnen verhaftet werden können. Intelligenz 3 sind für Redrick, hast du gearbeitet? Versuchen wir mal. Wirtan lacht freudlos. Ja, aber jetzt nicht mehr. Seit ich das letzte Mal eine Klinge gehalten habe, ist viel Zeit vergangen, er zögert. Ich wusste, dass was passieren würde. Ihre eigene Dummheit war es, die sie an diesem Ort verweilen ließ. Ich konnte nicht verstehen, dass... Sie ignorierten jede meiner Warnungen. Direktrix sagte, dass sie eh wiedergeboren würden und es deshalb keine Rolle spielte. Er zieht eine Grimasse. Also hat sie bekommen, was sie wollte, ihren Märtyrertod. Redrick befahl uns, sie zusammenzutreiben und in den Zellen einzusperren. Ich überzeugte sie, sich wenigstens zu verstecken. Im Tempel gibt es diese Schatzkammer, die voller alter Reliquien ist, Gold und solchen Dingen. Ich dachte, sie könnten sich dort drin verstecken... Und dass sie so nach dem Abzug der Wachen etwas gehabt hätten, um sich freies Geleit aus dem Dyerwald zu erkaufen, zurück nach Edir. Als ich den Männern aber sagte, dass die Priester schon weggegangen seien, sie befahlen die Versiegelung des Tempels. Ich konnte nicht mehr hineingehen. Wirtan schüttelte den Kopf, es gab nichts mehr, was ich tun konnte. Edas Augen sind groß und ungläubig. Es gibt nichts, was du tun könntest, aber erzähl es jemand. Hol das Dorf zusammen, organisiere einen Rettungstrupp. Wenn ich es gewusst hätte, mit den eigenen Händen hätte ich sie ausgegraben. Sie gehörten zu den letzten anständigen Leuten in diesem Loch. Jetzt haben wir nur noch Leute wie dich übrig. Okay. Also wir können leidenschaftlich sein. Du wertloser Bastard. Du hast sie im Stich gelassen, um deine eigene Haut zu retten. Geil. Oder anscheinend haben diese Priester ihr Schicksal selbst über sich gebracht. Grausam. Du hättest dich melden können, Redrick die Wahrheit sagen. Aber dann wären sie wahrscheinlich auch gestorben, oder? Ja, mach... Oder warum hast du mich da runtergeschickt? Das würde ich jetzt gerne wissen. Wenn Fürst Redrick den Tempel nämlich wirklich säubern lassen will, hätten sie die Knochen früher oder später gefunden. Sie hätten meine Lüge erkannt, als ich ihnen sagte, die Priester seien schon weggegangen. Und man hätte mich gehängt. Wirtan lässt die Schultern sinken. Ich weiß nicht, ob Redrick sie umgebracht hätte. Vielleicht würden sie jetzt noch in Kerkerzellen schmachten. Vielleicht wären sie jetzt irgendwo im Reich und ich könnte nachts ruhig schlafen. Ich habe dir gesagt, wie es gelaufen ist, sagt Wirtan mit rauer Stimme. Ich habe dir gesagt, was geschehen ist. Jetzt bist du wohl an der Reihe, eine Entscheidung zu treffen.
Für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wenn ich jemals wieder ein Goldtal sehe, bist du ein toter Mann, ne? Wirtan, du bist ein Feigling, aber das ist kein Verbrechen. Gib mir mein Geld und geh mir aus den Augen. Ja. Oder ich will nur das Geld. Wir sind mal wohltätig. Für eine Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wirtan hatte die Luft angehalten, atmet jetzt aber aus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jahre sind jetzt schon vergangen. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, mit den Schultern zucken. Bei diesem ganzen Erlösungszeug kenne ich mich nicht besonders gut aus. Begrabe ihre Knochen und versuche ein besseres Leben zu leben, als du bisher getan hast. Ja, das ist doch was. Wirtan betrachtet die sterblichen Überreste. Er fährt sich mit einer Hand durchs Haar und stößt abermals ein kehliges Atemgeräusch aus. Das kann ich machen, das kann ich. Ich werde sie zur letzten Ruhe legen und versuchen, ihnen irgendwie gerecht zu werden. Danke sehr, wirklich. Dafür, was du getan hast, dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. Ich werde sie gut zu nutzen wissen. Mäßig positiv und Gold heute, das ist doch gut. Aber mein Gold! Ich will Gold. Ich will doch nur Gold. Egal, dann kriege ich eben kein Gold. Was soll's. Immerhin haben wir was Gutes getan. Und hoffentlich finden sie jetzt eher Frieden. Ja, das war der Tempel von Neothas, Leute. Wir haben aber keine Stufe bekommen. Oh, wir sind so kurz davor. Wir müssen ein paar mehr Quests machen. Unbedingt, denn man sieht ja, an Gegnern kriegt man hier nicht wirklich viel. Da gibt's nicht wirklich viel Erfahrung. Was ein bisschen schade ist schon fast, aber naja. Wer bist du? Ein Kind. Bist du neu? Tialphalion? Wir haben übrigens auch zwei ausgelassen, die könnte ich heute ja noch nachholen. Okay, das kennen wir auch noch nicht, wie es scheint. Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Du siehst eine Dreieckfahne hoch oben träge im Wind wehen, auf die eine aufgehende Sonne gestickt ist. Die Vorhut einer kleinen Paladin-Truppe. Die Atmosphäre ist heiter, wenn auch maßvoll, und die Elemente haben ihren Rüstungen noch nicht zugesetzt. Dieser Feldzug ist frisch, jung und voller Begeisterung und Eifer. An ihrer Spitze steht ein Befehlshaber in voller Rüstung, etwas plump wirkend, aber doch entschlossenen Schrittes. Trotz der Begeisterung seiner Mannen lächelt er nicht. Vielmehr steht er mit schiefem Mund und grimmigem Gesichtsausdruck da. Er reißt eine Hand hoch und bringt seinen Trupp zum Anhalten. Als sich mit tiefen Grollen dunkle Gewitterwolken zusammenziehen, werden sie still. Er befiehlt ihnen, sich kampfbereit zu machen und auszuschwärmen. Augen huschen von Horizont zu Horizont. Hälse drehen sich, um den Ursprung des Geräuschs auszumachen. In der Ferne heben sich Staub und Blitze vom Boden, als über ihnen rasch stygische Wolken zusammenziehen. Die Soldaten halten ihre Stellung, ihre nervliche Anspannung verrät allein ihre nervöse Atmung. Der Befehlshaber schließt seine Augen und ruft seinen Segen auf seinen Trupp herab. Gestärkt und unbesiegbar warten sie, während der Feind ihnen immer näher kommt. Das ist ein göttlicher, das ist ein mondgöttlicher, Leute. Krass. Hey. Ein Demigod. Ja, der ist neu. Okay. Aber wenn wir gerade dabei sind, können wir das doch weitermachen. Ja, machen wir das noch ein bisschen heute. Ich weiß nicht, ob wir bei Wirtan richtig gehandelt haben, aber es gibt auch keinen so richtig oder falsch. Und wartet mal, die waren hier oben, das weiß ich noch. Wo ist das Gasthaus? Ne, das Gasthaus muss hier unten sein. Ja, hier müsste nämlich, hier oben drin müssten noch welche gewesen sein, da müssen wir jetzt erstmal hin. Wir wollen ja eh ins Gasthaus, denn wir wollen noch einmal rasten, bevor wir losgehen, weil wir haben ein paar Zauber verbraucht und ja, obwohl eigentlich nur einen Zauber. Hey. Yes. Aber wir müssen eh unsere Vorräte ein bisschen auffrischen, finde ich. Und von daher. Außerdem ist der Huni sicher wieder froh, nochmal hier zu sein. Oh. Sie ist so süß. Ich mag sie. Ich finde sie süß. So. Bin aber ganz zufrieden mit der Waffe, die er hat. Desto schneller kann er sie auch umwerfen. Das ist eine gute Waffe, denke ich. Okay, wir werden aber auch nicht alles verkaufen. Ja, hier gibt es direkt drei Geschichten. Oh, und wir können hier vielleicht auch ein bisschen plündern. Nein, können wir nicht. Dämlicher Gast. Damn. Okay. Aber wir konnten hier immerhin alles ausräumen. Gut, dann lesen wir mal. Deslog Najetep. Du siehst einen Mann durch die Luft segeln und mit einem widerlichen Knacken gegen eine Wand in der Nähe knallen. Ugh. Er steht nicht mehr auf. Sein Gegner, ein kräftiger, gut aussehender Krieger mit einem raubtierhaften Grinsen, dreht sich um und treibt seine Faust einem anderen Angreifer in den Bauch und entfernt ihn so aus der spontanen Schlägerei. Die Schenke ist zu einem Wirbelwind aus Ellbogen, Knien, Fäusten und Füßen geworden und kein Ende ist in Sicht. Er fühlt sich ganz in seinem Element.
In der Ecke flüstern drei schmächtige Männer untereinander und werfen dem kräftigeren Mann in der Mitte böse Blicke zu, der lachend einen Stuhl über einem tätowierten Kopf zertrümmert. Die drei Männer positionieren sich in drei verschiedenen Bereichen des Raumes, nicken sich knapp zu und greifen an. Schlecht für sie ist nur, dass der Mann sie kommen sieht. Etwas in seinen Augen lodert hell auf und alle drei brechen durch den Schmerz zusammen, den sie nur in ihrem Verstand spüren. Ein Medium. Der Typ ist ein Medium. Wie wir auch. Der kräftige Mann verbeugt sich vor einem Raum voll bewusstloser und kampfunfähiger, bevor er schief pfeifend ins Freie schlendert. Ein Medium. Der Typ hier. Der Slog Najetep. Shane Schüttler-Mulrian. Als du dich näherst, spürst du... Ja, genau, das kennen wir schon. Du siehst einen abgemagerten Jungen in Ketten mit schwarzen Höhlen statt Augen, der blind auf eine Wand starrt. Ein Mann in einem dunklen Mantel tritt herein. Er hält eine Schriftrolle und eine merkwürdig geformte Feder in der Hand. Der Junge starrt ihn ausdruckslos an. Eine Leiche, die auf Belebung wartet. Der Mann schnalzt deutlich abfällig mit der Zunge. Der Junge steht mit hängenden Gliedern auf. Der Mann nimmt die Feder und fängt an, auf die Brust des Jungen zu schreiben, indem er spitze, verwinkelte Symbole von der Schriftrolle kopiert. Der Junge bleibt regungslos, während sich die Feder in seine Haut gräbt und blutende Stellen hinterlässt. Der Zauberer endet mit einem Schnörkel und bellt ein geheimnisvolles Kommando, das den Symbolen ein trübes Glühen verleiht. Der Junge schreit auf, fällt hart mit den Knien auf den Steinboden auf, seine Brust schwarz und rot brennend. Schließlich verschwindet das Glühen und hinterlässt nur harte, schwarze Narben auf der Haut. Er fällt zuckend zur Seite, während er die Augen verdreht. Der Zauberer grunzt und tritt ihm auf dem Weg nach draußen auf das Bein. Der Junge liegt bis zur Dämmerung auf dem Boden, die Augen weiterhin wie schwarze Löcher, während die Zuckungen zu krampfhaftem Schütteln werden. Okay, very strange. Keine Ahnung. Sila Amin. Du siehst eine lange leere Straße, die zwei große Getreidefelder voneinander trennt. Die Luft ist kaum in Bewegung und das Land scheint für den frühen Nachmittag zu still zu sein. Diese Frau geht ein Pferd führend langsam die Straße hinunter und sieht sich neugierig um. Sie scheint zu spüren, dass etwas nicht stimmt, aber sie kann nicht genau erkennen, was es ist. Sie bleibt stehen und legt ihre Nase schnüffelnd in den Wind. Sie wirft ihre Stirn in Falten und sieht sich um nach irgendetwas. Oder nach irgendwas. Okay. Der Himmel ist klar, keine Wolken. Sie schnüffelt nochmal, während sie sich immer noch mit bestürztem Gesicht umschaut und sagt ein einzelnes Wort. Okay, Feuer? Und was ist das dahinter? Sod? Ich habe keine Ahnung, ist das irgendein... Das mal, keine Ahnung. Sie schaut über die Felder hinweg, worauf sich ihre Bestürzung in Angst wandelt. Sie hält ihre Hand gegen die Sonne hoch und sieht noch einmal hin. Da sie nicht findet, wonach sie gesucht hat, springt sie wieder in den Sattel, ihre Angst und reine Panik. Sie gibt dem Pferd die Sporen und lässt es den Pfad entlang schießen, der sich dort um einige Bäume biegt, wo das Bauernhaus stehen sollte. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Zeichen da soll, dieses Smiley-Dings. Okay. Egal, keine Ahnung. Mit entsetztem Gesicht hält sie kurz vor den verbrannten und schwelenden Resten ihres Elternhauses an. Mit Tränen in den Augen treibt sie das Pferd wieder die Sporen in die Seite und rast auf die Trümmer zu. Hm. Krass. Heftige Geschichten, finde ich. Gut, das waren eigentlich alle erstmal. Mehr gibt es nicht. Achso, nee, warte mal, wir wollen doch eh hier runter. You must gather your party before venturing. Yes, we know. Thank you. Okay. Wir wollen nur kurz rasten. Ich glaube, hier haben wir alle, oder haben wir die? Ja, die hatten wir. Die hatten wir noch mitgenommen. Da war es mir nur ein bisschen viel, weil 5 fand ich schon ein bisschen heftig. Könnt ihr sicher nachvollziehen. So. Good day to you. Moin, wir wollen gerne ein Zimmer haben. Die Frage ist, welches nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen diesmal eines ohne Geld. Wir wollen einfach nur rasten. Schön, dass wir hier einfach umsonst rasten dürfen. Das ist auch nett. Komisch. So, wir sind gerastet. Und ja, haben jetzt alles irgendwie. Warte mal, wie ist unser Ruf in Goldtal? Goldtal Held. Mäßig gut. Nice! Wir sind Helden in Goldtal. Super. Das ist doch cool. Mächtigster Feind für einen Edawar-Wolf und für einen Melvin-War-Wolf. Oh Gott, die sind ganz schön stark gewesen, oder? Melvin hat die meisten besiegten Feinde. Okay. Ach, Leute, so schön. Ja, der Part ist aber auch schon wieder rum, Leute. Oder gleich. Obwohl, wir haben noch 5 Minuten. Das ging aber schnell. Ich habe in 6 Minuten die 3 Texte vorgelesen. Das war nice. Hätte nicht gedacht. Ja gut, dann können wir ja noch... ja, ich weiß, was wir machen. Wir werden jetzt ein bisschen reisen. Wir haben noch 2. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich hoffe, es reicht.
Wir werden jetzt ein bisschen viel reisen gerade, aber das ist nicht so schlimm, hoffe ich. Denn wir werden jetzt erstmal dorthin reisen, wo der Bär war. Ich will ihn einmal versuchen. Noch. Und, ich denke nicht, dass wir es schaffen, aber wenn, wäre es cool. Und wir können den so viel lähmen in unserem Schieß, in Talholz. Aber wir wollen noch was dort machen. Wir wollen nämlich die Wand erklimmen. Das können wir jetzt, da wir jetzt einen Haken haben. Wenn jemand geschickt genug wäre, also wenn wir einen Bogenschützen hätten, ginge das auch so, aber ist ja egal. Ich denke, dass hier noch jemand ist. Das machen wir nämlich jetzt noch schnell. Ich denke, beim nächsten Part, wenn wir versuchen, den Bären zu killen. Enterhaken benutzen. Nach oben klettern. Jo, dankeschön. Schaffen uns die Mauer hoch. Über den Rand. So. Denn ich dachte eigentlich, wir haben ja jetzt von diesem Typen gehört, ne? Nämlich ihm. Fulvano. Ich dachte eigentlich, das wäre er und er läge da dort tot. Aber er scheint es nicht zu sein. Gekritzelter Brief. Fulvano, ich glaube nicht, dass du das hier jemals lesen wirst, aber du hattest recht. Ah, okay, da hätte ich schon wissen müssen, dass es der nicht ist. Komisch. Ich habe das irgendwie nicht richtig gelesen oder so. Wir hätten zusammen nach Süden reisen sollen. Es wäre sicherer für beide gewesen. Gerne würde ich alle Häme der Welt ertragen, würde ich nur überleben, um sie zu hören. Ich habe mich aus der Reichweite der Biester entfernt, die unter mir kreisen, aber ich bin trotzdem erledigt. Ich glaube nicht, dass ich wieder hinaufsteigen werde. Wer auch immer das hier findet, betet für mich. Vielleicht werde ich im nächsten Leben lieber Wölfen nachstellen. Oh, dann scheint er auch von dem Bär, angeknabbert worden zu sein. Aber wie man sieht, nur die Rüstung bringt Schutz. Das ist auch krass. Oh, und hier haben wir unser Campingmaterial, das ist super. Hier unten war noch was, das weiß ich noch. Ja, dann können wir auch schon wieder runter. Wo war das? Hier. Runterklettern. Jupp, dankeschön. Wir gehen ganz locker zu Boden. Super. Wir werden natürlich die Handschuhe unserem netten Fräulein ausrüsten. Sieht man die? Ne, leider nicht. Schade. Aber wie man sieht, nur die Rüstung bringt wirklich Schutz. Und vielleicht... Ne, der Helm auch nicht. Außer er hat dieses wirklich als Dings, ne? Ha. Nur die Rüstung bringt Schutz. Das ist ganz schön wenig. Ganz schön wenig. Krass. Na gut. Und dann auch nicht allen Schutz, sondern eigentlich nur bestimmten. Wir wollen aber nochmal zum Bären. Haben wir noch genug Zeit, um das nochmal zu versuchen? Vielleicht, ja, doch. Doch, dafür haben wir noch genug Zeit. Wir rennen ja jetzt eh hier durch. Wir haben es ja schon erforscht. Hier dürfte nichts Neues mehr sein an Viehzeug. Nur noch der Bär. Grauslige Bär. Vielleicht sind wir genug dafür, um das zu schaffen. Wir werden klug handeln müssen. Wir werden versuchen müssen, ihn möglichst zu staggern oder zu lähmen oder wie auch immer. Das wird unsere einzige Chance sein, um das Vieh zu erledigen. Und zu erlegen. Wir können ja schon mal damit anfangen, dass er versucht, ihn kalt zu stellen, oder? Das wäre vielleicht ganz gut. Nee, bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wenn, dann gehen alle vor. Warum kannst du das nicht so weit? Sehr gut. Du gehst bitte dahin. Und haust dem Bär eine rein. Abschneiden. So. Draufhauen. Du lähmst den Bären. Hi? Du haust deine... Nee, warte mal. Du haust ihm die nekrotische Lanze rein, denn er soll sterben, verdammt. Können wir ihn noch anders irgendwie... Noch irgendwie, keine Ahnung, behelligen oder so? Geschwindigkeit wird verringert. Ja. Alle Verbündeten erleiden... Alle Feinde erleiden Ausdauerschaden. Yes, yes, yes! Ja, bitte, mach das mal. Und er versucht, den Bären einfach umzunocken. Nice, die ikonische Lanze. Die ist ja cool. Ja, komm, du machst deine Ausdauer. Deine Ausdauer Chroms. Und während er zaubert, versuchen wir, den Bären zu blenden. Sehr gut. Und du könntest dein Once-per-Life-Counter-Ding machen. Mehrfach. Und während du ihn nochmal umnockst... Ah, guck mal, der ist down! Wie geil! Wir haben den Bären erlegt, Leute! Yay! Wir sind so gut! Einfach, wir haben mit Zaubern zugespammt, wie blöde. Und kriegen eine Bärenhaut.
Bären sind beeindruckende Raubtiere und kommen überall in Eyre Glenfirth und im Dyerwald vor. Sie gehören zu den Biestern, die bei den Dienern des Jagdgottes höchstes Ansehen genießen, weshalb sie auch oft die größten und gefährlichsten Bären aufspüren, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Bärenhäute erzielen hohe Preise und die Klauen älterer Bären werden oft zu Halsketten oder Totems verarbeitet, und die den Träger als bewahrten Jäger ausweisen. Bewährten Jäger, okay. Dankeschön. Ja, endlich sind wir hier, endlich haben wir es geschafft. Wir haben den Bären zerhackt und können uns jetzt mit dieser armen Seele unterhalten. Und das werden wir beim nächsten Mal tun, Leute, denn der Part ist leider vorbei. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Pillars of Eternity. Und ich sehe gerade, wir haben 104 Erfahrungen bekommen und 720 gibt es noch. Nice, richtig cool. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.